Wir haben in Bezug auf den Umgang mit Wutenergie eine parallele Herausforderung, wie wir sie gestern geknackt haben mit der Angst. Der Weg aus dem kulturellen Reflex, die Angst vor der Angst, die Vermeidung der Angst, hinein in das körperliche Fließen von Angst. In der Sprache, die wir hier nutzen, der Weg von der Kulturangst, die Vermeidung, der Widerstand gegen die Angst, der Weg von der Kulturangst in die Körperangst. Parallel dazu heute Morgen der Weg aus der Kulturwut, ich könnte dich töten, aber ich werde es nie sagen, in die Körperwut. Die Welle geht hoch und wir landen in dem Raum aus Selbstliebe und Klarheit und Körperlichkeit.